Hallo ihr Fleißigen, heute modelliere ich ein vollanatomisches Wächsapp vom oberen zweiten Molar. Angefangen wird mit der Positionierung der Höckerspitzen. Da der andere zweite Molar im zweiten Quadranten vier Höcker aufweist, modellieren wir diesen auch vierhöckrig. Der vierhöckrige zweite Molar ist eine ähnliche Ausgabe vom ersten Molar. Allerdings ist der distopalatinale Höcker noch stärker verkleinert als beim ersten Molaren. Eine weitere typische Form des zweiten Molaren ist die dreihöckrige Form. Dabei fehlt der distopalatinale Höcker und die Crista transversa bildet dann die schließende Randleiste. Beides ist eine Laune der Natur. Bei einem vollanatomischen Wächsapp arbeite ich immer mit einem ähnlichen System. Zuerst muss die äußere Form stimmen, bevor ich mich an die Okklusalfläche mache. Dann arbeite ich mich von Höcker zu Höcker voran. Indem ich die Schnittstelle heiß verschwimme, werden meine äußeren Kanten dominanter. Jetzt modelliere ich mich von Höcker zu Höcker vor, beginnend mit dem dominanten Scherhöcker und dessen Randleisten. Die Zentralfissur befindet sich in der gleichen Linie wie an der bestehenden Restbezahnung des Kiefers. Genau dadurch kann später der zerkaute Speisebrei von Mesial nach Distal befördert werden. Der Haupthöcker des mesiopalatinalen Stampfhöckers liegt wie beim ersten Molaren zwischen den beiden bukalen Scherhöckern. Hierzu der Dreieckswulst. Die Crista transversa, die den distobukalen Höcker mit dem mesiopalatinalen verbindet, darf natürlich nicht fehlen. Diese ist durch eine mehr oder weniger ausgeprägten Zentralfissur getrennt oder verbunden. Wer sich jetzt fragt, für was die denn wichtig ist, dann hört genau hin. Sie sorgt für eine gute Stabilität und ist gleichzeitig die Führung der Gleitbewegung des Unterkiefers beim Zubeißen verantwortlich. Mit einem sauberen Pinsel könnt ihr die Oberfläche glätten. Jetzt verrate ich euch Trick 17. Den Pinsel leicht in Isolierung trinken, dann wird die Oberfläche noch gleichmäßiger und noch schöner. Ein optimales Bürsten ist von innen nach außen den Fissuren entlang. Achte darauf, dass die Fissuren glatt so laufend enden. Nach außen eher wannenartig. Das ist besonders wichtig. Dadurch kann der Speisebrei hindurch. Vor allem ist es hygienischer, indem der Patient seinen Zahnersatz besser putzen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren, so verpasst du keines meiner neuesten Videos. Dann viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.